Hey Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham City. Protokoll 10 ist in Kraft getreten und wir müssen etwas dagegen tun, würde ich doch mal sagen. Nur die Frage ist, was? Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wanda Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle WayneTech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von 1000 anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle. Verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was muss ich jetzt machen? Die Hubschrauber scannen? Wir haben mehrere Tote. Ach so. Na, der ist es nicht. Der hier? Auch nicht. Sehe ich die jetzt hier irgendwo? Warte mal, da ist noch ein Rätsel. Markieren wir das mal. Oh Mann, ist jetzt hier alles unter Feuer, oder wie? Was ist das denn hier? Banes Versteck. Ach so, da sollte ich auch noch hingehen. Ja, das mache ich dann als nächstes. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Objekt zu klein. Okay, dann ist hier irgendwas. Wow. Alter, könnt ihr nicht machen. Sag mal, schießen jetzt echt schon auf Sichtkontakt auf mich? Keinen Sichtkontakt. Na, nicht scannen, ich will hier. Hallo. Ich wollte knipsen. Was würde diese Ratte aus. Wurde diese Ratte ausgerottet oder bla? Rattenfänger. Otis Flanagan, auch Ratcatcher genannt, sah durch sein Kellerfenster, wie Arkham City eröffnet wurde. Er hatte sich immer von Ärger ferngehalten, würde aber nun einen Plan brauchen, um zu überleben. Arkham City war angeblich ausbruchssicher und der Pinguin hatte den illegalen Handel fest im Griff. Also verlegte er sich darauf, kleinere Luxusartikel zu verkaufen. Feine Seifen, Pfefferminzbonbons, Ersatzköpfe. Er schickte seine Ratten los, um diese Dinge in der Außenwelt zu beschaffen. Ach, Knöpfe, nicht Köpfe. Es funktionierte. Die Geschäfte liefen gut und er fühlte sich sicher, bis Pinguins Männer begannen, nach der unerwünschten Konkurrenz zu suchen. Sie schleiften den schreienden Flanagan, dem zahllose Ratten folgten, durch die Straßen von Arkham City bis ins Museum. Dort verschwand er und tauchte nicht mehr auf. Okay. Wir haben ihn wieder. Na. Was, Enigma-Maschine? Oh, jetzt hört er mal auf hier. Lass mich in Ruhe! Ja, lass mich gut in Ruhe. Gut gemacht, Dark Knight. Sehr gut. Du hast genügend Herausforderungen von mir bestanden. Alles, was du jetzt noch tun musst, ist mein Rätsel lösen und alles wird gut. Schaffst du das? Ich habe einen Kopf und löse auch eine Zahl. Rätsel. Ach, halt aber ich die Schnauze. Und auch eine Zahl. Ah. Oft werde ich benutzt, steht man vor einer Wahl. Was bin ich? Eine Münze natürlich. Der muss aber die ganze Zeit quatschen. Das ist mein Job, Gerle. Drei gelöst? Anscheinend habe ich dich unterschätzt. Doch bevor du jetzt überheblich wirst, solltest du versuchen, meine nächste Geisel zu retten. Bring dein Handtuch mit. Was? Ja, ich habe ja auch gerade nichts Besseres zu tun. Ach, guck mal, die ist hier sogar. Das passt ja. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen Batman gesichtet. Oh, geht mir so auf den Sack hier. Die Systeme melden eine Waffenstörung. Ich muss das Diagnoseprogramm starten. Ja, stürz bitte ab. So eine Sau. Sag mal, schießen jetzt echt die ganze Zeit auf mich? Das finde ich nicht gut, Leute. Das finde ich gar nicht gut. Na, bist du's? Diagnose meldet keine Fehler. Waffensysteme sind wieder aktiv. Oh, nö. Oh, bereits gescannt. Okay, ich dachte schon. Wiederhole, Batman aus Bereich geflohen. Nein, ist er nicht. Haben keinen Sichtkontakt mit Batman. Oh. Das gefällt mir nicht, dass die jetzt alle auf mich ballern, ernsthaft? Ist das jetzt den Rest des Spiels so, dass alle auf mich schießen, wenn sie mich sehen? Das ist doch dreckig. Haben Kontakt mit Batman verloren. Er ist weg. Das ist richtig dreckig, Leute.
Na gut, dann holen wir uns die Geißel. Oh, da macht es ja sehr viel Spaß, jetzt den ganzen Kram aufkeimen zu sammeln, nicht wahr? So, Bamsen. Da bin ich immer gespannt. Was muss ich denn hier tun? Wahrscheinlich wieder irgendwas Fieses. Aha. Okay, ich dachte, der verarscht mich wieder. Da sitzt er. Oder sie? Oh, oh. Sie. Ich hab's geschafft. Das ist ein Rätsel, das du nicht lösen kannst. Ich habe deine Techniken studiert und deine lächerlichen Spielzeuge begutachtet. Nichts von dem, was du bei dir trägst, wird dir bei diesem Raum helfen. Ach ja. Die Geisel wird sterben und ich gewinne. Ach, halt doch mal die Schnauze, Riddler. Lass mich hier raus! Du meinst auch, du bist der Klügste und der Hellste hier, ne? Smartest and the brightest. Aber ich hab's schon gelöst, glaube ich. So. Was? Wie hast du? Wo hast du? Das ist Betrug! Hast du mich gehört? Betrug! Aha. Also, was habe ich eigentlich denn ferngelenkt? Ist ja egal, wie ich das mache. Ne, anziehen, 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 anziehen. Er macht es mir aber schon ein bisschen einfach, ne? Ich meine, im Prinzip ist alles schaffbar hier, was er mir vorsetzt. Ah, oh, das sieht ja wie ein riesiger Dosenöffner aus, du. Gut, dass ich keine Dose bin, sondern Batman. Okay. Wow, 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 muss ich da jetzt lang? Aha. Spürst du bereits den Druck? Was? Was für ein Druck? Warte mal, muss ich hier die Kiste drauf bekommen? Ach komm, das ist doch einfach. Riddler, gib dir mal Mühe. Hä? Ach so, warte, warte, warte. Ja, anziehen. Anziehen. Abstoßen. 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 Kinderkram. Kinderkram. Oh, ich wollte... Nein, ich wollte retten. Entschuldigung, hab die Knöpfe verwechselt. Gute Frau. Jetzt ist alles gut. Er hat Ihnen die Zahlen gegeben. Hat er? Oh nein. Welche noch gleich? Es ist wichtig. Sie müssen sich daran erinnern. Es war 606 zu... Oh ja, es war 606 zu 120. Sie sollten sich jetzt hier ausruhen und wenn Sie sich besser fühlen, zur Kirche zurückgehen. Ich muss Riddler verfolgen. Okay. Der Riddler, 1 von 4. Charakterbiografie. 606 zu 120 war es. Ne, war runter. Na, ne, ne. Es kommt für mich wenig überraschend, dass du versuchst, den Aufenthaltsort zu finden, bevor du genug Geheimnisse gesammelt hast. Das war vollkommen vorhersehbar. Ach ja. Gut, dann werde ich mir auf jeden Fall nochmal das anschauen von Riddler. Wo haben wir es denn? Riddler, Riddler, Riddler. Nur keine Sorge, Herr Bürgermeister. Es ist alles unter Kontrolle. Ich verspreche es Ihnen. Ist nicht so, dass ich Ihnen nicht traue, Hugo. Es ist nur die Kopfschmerzen, dieser Schmerz. Ich habe das jetzt ständig. Nehmen Sie weiter Ihre Medikamente. Aber es ist spät, Herr Bürgermeister. Sie sind müde. Sie brauchen Schlaf. Natürlich. Ich brauche meinen Schlaf. Sie legen jetzt auf. Ich lege jetzt auf. Trottel. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Was? Sie wagen es, in mein Büro einzudringen? Oh, ich bin nicht in Ihrem Büro. Und bitte versuchen Sie erst gar nicht, diese Übertragung zurückzuverfolgen. Sie würden kläglich scheitern. Ich vermute, ich spreche mit Mr. Edward Nigma. Glauben Sie etwa, dass sonst noch jemand in Ihrem Irrenhaus genial genug wäre, diese kleine Plauderei zu arrangieren? Narzissmus. Zwanghaftes Verhalten, seinen Intellekt unter Beweis zu stellen. Vorliebe für Rätsel. Sie haben eine Akte gelesen. Natürlich. Gut, fangen wir also an. Wie wollen Sie verstehen, was in Arkham City los ist? Die Antwort auf alle Fragen ist doch voll strange.
Badumtsch. Und Witze macht er auch noch, oder wie? Zumindest schlechte Witze. Ah. Nein! Das kannst du unmöglich getan haben! Wie hast du... Wer hat dir geholfen? Schummler! Ich weiß, dass du geschummelt hast. Das ist noch nicht vorbei, Dark Knight. Oh nein, das macht die Dinge komplizierter. Menschen werden sterben. Und das ist deine Schuld. Ja, ja. Kann ich jetzt? Danke. Ach, der Typ. Ich glaube, der tut nur so. Das ist so ein kleiner Blender. So clever ist er jetzt auch wieder nicht. So, wo ist noch ein Tiger-Hubschrauber? Ja, ja. Schießt ihr mal die Gebäude ab. Ich bewege mich mal leise und heimlich hier außen rum. Um von euch nicht großartig getroffen zu werden. Kann ich da oben nicht hin? Nein. Ach, Mann. Ziele wurden bekämpft. Oh, kann ich hier rauf fliegen? Na, wie? Husch. So, ich wollte nochmal bei Bane vorbeischauen. Oh, die sind alle tot, oder was? Oh, die haben die alle getötet. Na gut, ich meine, kann man machen, ne? Wenn ich die schon nur K.O. hau, dann schießt ihr sie einfach tot. Dann bin ich ja Beihilfe zum Mord. Okay, wo ist denn Bane? Ach da. Hi, Bane. Na? Ich habe die Behälter zerstört, Bane. Gut. Auf den Boden, Gefangener! Los! Hilf mir, Batman! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Marionetten das Titan stehlen! Oh, 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 oh. Au. So, Kinder. Keine Chance. Au. Entschuldige, Batman. Ja, wenigstens sag doch Entschuldigung. Au, Mann, Bane. Jetzt kann ich alleine machen. Ganz ehrlich. Aufhören. Hier, häng. Euch nehme ich auseinander. Ich schicke dich in Einzelfallen zu deinem Herrn zurück. Geh mir aus dem Weg, Batman. Ich mach gleich gar nichts mehr, ich sag's dir, wenn du mich die ganze Zeit hier triffst. Meine Fresse, Bane, kannst du mal aufpassen? Du dringst in mein Zuhause ein. Ich mach echt gleich nichts mehr, hält's auf. So, hier. Oh, der Typ, ne? Der macht das echt mit Absicht. So, war's das jetzt? Das Titan gehört mir! Na? Wow! Sag mal, der ist doch schon längst K.O. Aufhören jetzt! Vollidiot! Wie gesagt, ich habe meine vernichtet. Ich nehme an, du hast das auch getan. Ja, das könnte man sagen. Titan ist zu mächtig, um meinen Gegnern in die Hände zu fallen. Ich brauche es für mich. Jetzt sei so nett und stirb! Nein! Ich wusste, dass man dir nicht trauen kann, Bane. Daher habe ich dich benutzt. Was? Ganz einfach. Du hast das restliche Titan gefunden. Jetzt kann ich es zerstören. Halt! Also wie doof muss man sein, Bane? Ich hab's mir wirklich auch schon gedacht, dass er uns bescheißt. Es kann ja nicht von freundlich auf böse und wieder freundlich und was weiß ich. Der Typ, der ist nicht ganz sauber. Oh, bloß nicht einatmen, Betsy. Na, Bane, willst du zugucken, wie ich alles hier kaputt mache? Ist schön, ne? Ist wunderschön. Guck mal, wie schön ich meine Fledermaus hier drauf sprühen kann. Die schönste Fledermaus der Welt. Oh, und du? Bane ausgeschaltet. Fallakte geschlossen. Das heißt, ich habe jetzt die Nebenmission abgeschlossen. Sehr schön.
Identitätsdiebstahl. Schuss im Dunkeln. Beobachter im Hintergrund. Das habt ihr mir gesagt. Das ist wohl hier gegenüber vom GCPD. Mad Hatter habe ich geschlossen. Enigma 45%. Wow, das wird noch richtig lang dauern, glaube ich. Aber ja, ich mache alles. Ich mache alles. Ich da oben irgendwie rein? Nee. Warte mal, ist hier noch ein Fragezeichen? Nee. So, da ist das GCPD. Das muss also hier irgendwo sein oder hier. Da ist der Unbekannte noch, habt ihr gesagt. Da will ich doch mal schauen, dass ich den noch finde. Dann habe ich nämlich auch das vierte Symbol dort gefunden. Und dann kann ich das vielleicht auch langsam mal zum Abschluss bringen, diese Fallakte. So. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Wo ist er denn? Gegenüber vom GCPD. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl in Sektor 1 bei über 100. Der muss doch hier sein irgendwo, oder? Bumm. Ihr könnt 20 Insassen streichen. Oh, Mann. Die töten die jetzt echt alle hier nacheinander, oder was? Was ist der Kerl denn? Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Ground Check ist es ja wohl nicht. Fernabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Oh Mann. Ihr Assis. Ja, komm schon. Der ist es auch nicht. Ist er da drin Ziel vielleicht? Wurde getroffen. Wo ist der denn? Gegenüber vom GCPD, da ist er nicht. Das schon geknipst? Muss ich das knipsen? Nein. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, aber ich möchte jetzt... Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf eine Lösung zurückgreifen, was das angeht. Ihr habt mir ja schon Tipps gegeben. Was ist das vielleicht hier? Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole. Mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Was ist da mit Vicky? Die müsste auch noch da unten stehen. Die ist jetzt aber auch hier in Gefahr, Leute. Oh Mann. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Das ist er auch nicht. Habe ich den jetzt schon gesehen und habe ihn noch nicht registriert? Große Anzahl von Leichen. Kann ja auch sein, dass ich den einfach schon hier im Gesichtsfeld hatte, aber ihn nicht wahrnehme, weil so viel rum passiert hier einfach. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Gehen zur Basis zurück. Triff doch mal bitte. Plopp. Da ist er auch nirgendwo. Oh, da war Vicky. Ich hoffe, ihr geht's gut. Mehrere Insassen gefallen. Wie gesagt, es wäre echt schade um sie, aber ich hole mir gerade mal kurz das Fragezeichen hier. Ja, viel schaffe ich jetzt eh nicht mehr von der Zeit, von daher. Oh, guck mal hier. So, und du? Ist das da oben jetzt aufgegangen? Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Sieht nicht so aus, ne? Da ist noch eins. Zack. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Aha. Schlägerei. Gibt's doch nicht. Ich will doch nur diesen Typen finden, Mensch. Komm mal da unten. Die vielleicht? Ach so. Hä? Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Warte mal, ihr sagtet mir ja, ich kann auch diese Gele durch Sichtkontakt einzeln zünden. Sie haben mehrere Tote. Von daher mache ich das jetzt einfach mal. So. Du musst nicht reinfallen. Sehr gut. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Wald. Oh nee. Ist es der vielleicht? Der ist es. Sichtkontakt wiederhergestellt. Waffenstörung. Starte Diagnoseprogramm. Hä? Zünde, genau. Yes, Stufenanstieg. Sehr schön. Ha, 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 ha. So, nee, diesmal nehmen wir wieder Betsy.
Und die kugelsichere Panzerung. Ich glaube, die werde ich jetzt wirklich bald brauchen. So, was wollte ich denn machen? Ach, ich muss jetzt an den Helikopter, oder wie? Ah, Leute, das machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Ich wollte mir, wie gesagt, noch ein paar Fragezeichen off-cam sammeln. Auch hier das Rätsel noch holen. Guck mal, was hier noch alles gibt. Ich meine, mit den Hubschraubern wird es jetzt ziemlich gefährlich, aber es muss einfach sein. Wenn ich wieder irgendwas freischalte, werde ich das natürlich... Na gut, das ist jetzt doof. Wenn ich die mache, dann muss ich ja vorlesen. Ach, Leute, mal sehen, wie ich das anstelle. Auf jeden Fall wäre es cool. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Batman Arkham City.